Eine Frage, die sich viele Leute sicherlich stellen, wenn sie hören Computerspiele, man kann gegeneinander antreten, man kann Geld gewinnen, man kann online spielen. Ja, was ist das? Wir wissen alle, was es ist. Es ist E-Sport, elektronischer Sport. Und ich habe mir heute mal die Zeit genommen und keine Mühen gescheut, um rauszufinden, ob Leute überhaupt wissen, was E-Sport bzw. elektronischer Sport ist. Und was dabei rumgekommen ist, das werden wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Deswegen hört einfach mal selber rein, was denn der normale Passant auf der Straße dazu zu sagen hat. Viel Spaß. Unter elektronischen Sport vorstellen. Elektronischen Sport. Genau. Haben Sie noch nie drüber gehört? Was denken Sie, was das denn sein könnte? Also womit das zu tun haben könnte? Entschuldigung? Mit so einem Laufband? Nee, es hat eher was mit Computerspielen zu tun. Können Sie sich da irgendwas drunter vorstellen? Wir haben auch keinen Computer. Was können Sie sich unter elektronischen Sport vorstellen? Elektronischen Sport, das ist eine schwere Frage. Kann man sich darunter vorstellen? Laufbänder? Ja, irgendwelche Geräte, keine Ahnung. Kann sich vorstellen, dass das was mit Computerspielen zu tun hat? Nee. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es damit zu tun hat, dass Leute Computerspiele spielen, damit Geld verdienen, was halten Sie davon? Sport bzw. E-Sport ist, haben Sie eine Vermutung, was das sein könnte? Nein, habe ich nicht. Also es geht sich so um Computer und Spielen generell. Ich meine, Ihr Sohn scheint ja auch noch recht jung zu sein, der geht auch vielleicht auch mal irgendwie an einem PC irgendwann. Können Sie sich vorstellen, was man da genau macht beim elektronischen Sport? Sport und PC kriege ich nicht zusammen. Haben Sie eine Ahnung, was E-Sport bzw. elektronischer Sport ist? Da will ich Ihnen etwas zu sagen. In 40 Jahren bin ich 105. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Gute Antwort. Haben Sie denn irgendeine Vermutung, was es sein könnte? Also womit es sich handeln könnte? Holen wir? Also was ist E-Sport bzw. die lang ausgeschriebene Form heißt elektronischer Sport? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie so ein Gerät ist, wo man so vom Fernseher hin und her hüpft und Ping-Pong spielt, ohne einen Ping-Pong zu haben, so in der Form so ungefähr. Was Sie über E-Sport bzw. elektronischen Sport wissen, wenn Sie gar keine Ahnung haben, was könnten Sie sich darunter vorstellen, was denn elektronischer Sport sein könnte? Wie, ne, wahrscheinlich, ne? Ja. Es geht schon so in die Richtung, also was genau, vielleicht können Sie es mal kurz ausformulieren. Ich habe überhaupt keine Erfahrung mit, ich kenne das nur aus der Werbung. Also da geht es um Konsolen und Computerspiele und sowas? Ja, genau, ja. Aber sowas haben wir nicht und deswegen. Ist das für Sie eine Überlegung, dass Sie sich vielleicht sowas nochmal anschaffen oder kennen Sie Bekannte oder Kinder? Überhaupt gar nicht, nee. Überhaupt gar nicht. Das wüsste ich nicht, nee. Also wir selber spielen sowas nicht und im Bekanntenkreis auch nicht jetzt, ne? Vielleicht bei anderen so, aber wir haben da keine Erfahrung. Wir sehen es nur mal in Werbung. Haben Sie eine Vorstellung, was elektronischer Sport bzw. E-Sport sein könnte? Eine Vermutung. Ich habe keine Ahnung. Kannst du vorstellen, was es sein könnte? Nein, keine Sport Ahnung. Auf dem PC vielleicht oder im Fernsehen, keine Ahnung. Kann ich mir sowas drunter vorstellen, aber mir nicht. Wissen Sie, was elektronischer Sport bzw. E-Sport ist? Oui? Ja, jetzt kommt so, das sind dann die Sachen, wenn man ganz blöd darstellt, wenn man es nicht weiß. Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Gedacht, an der Wii, wo man aktiv vielleicht am PC ist? Max, was ist ein E-Sport? Auch von der PS3, das neue, diese Move-Dinger. Also es geht sich schon um PC und natürlich auch ums Spielen. Grundsätzlich aber eher so damit, gegeneinander zu spielen und wer ist der Bessere, natürlich wie beim Fußball oder so, dass man gegeneinander antritt und da auch in Ligen spielt und ähnliches. Was können Sie sich dahin weitere vorstellen? Frag ich mal den Profi, ich weiß das nicht. Ligen, E-Sport, nee, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich auch wieder so mit so Bewegungscontrollern, die man hat und vielleicht ja. Fußballmannschaften, die vorher üben, Taktik üben? Das kommt schon sehr nah. Dass die Mutter mehr weiß als der Sohn, ist aber schon ein bisschen schlimm. Mainzerin, wo steht Mainz? Ja, das könnte sein vielleicht, dass man vorher für Sportarten das auf PC theoretisch Taktik durchübt, spielt. Hast du eine Vermutung, was E-Sport bzw. elektronischer Sport ist? Für PlayStation zum Beispiel oder was? Oder eher ja, Automotorsport, alles mögliche halt, ne? Das, was für PlayStation rausgebracht wird, für die ganzen Konsolen und so. Okay. Selber auch tätig, irgendwie aktiv irgendwie in der Szene? Natürlich. Und was genau? Geholt, FIFA 11, FIFA 10, Need for Speed, Most Wanted, also was. Super, also richtig aktiv. Wie viele Stunden verbringst du so am Tag? Ein, zwei Stündchen, muss ja viel arbeiten und so. Aber wenn ich Zeit habe, am Wochenende immer wieder gerne. Was könnt ihr euch unter elektronischen Sport bzw. E-Sport vorstellen? Kennt ihr euch da irgendwie aus? Was war es nochmal? Ich weiß jetzt nicht. Vielleicht sowas wie so Counter-Strike, so am PC, am Laptop und so. So ist zum Beispiel so ESL ja, und so. ESL. Exakt, genau das. Ja. Spielst du selber in der ESL? Nö. Was genau spielst du? Counter-Strike Source. Und wie viel Zeit investierst du so am Tag im Spielen? Früher habe ich immer gespielt. Immer so, keine Ahnung, 5 Stunden, aber jetzt gar keine Lust mehr. Und habt ihr eine Ahnung, was E-Sport bzw. elektronischer Sport ist? Nee.
Xbox. Du vielleicht. Oder wenn ihr gar nichts wisst, was könnt ihr euch darunter vorstellen, was es sein könnte? Konsolensport, Xbox. Das heißt, was genauer? Also ich meine, Xbox, was genau stellst du dir darunter vor? Was macht man dann so im elektronischen Sport? Spielen. Liga. Oh Mann. Okay, bist du selber auch aktiv in so einer Liga und spielst du auch? Nö, aber... Meinst du sowas wie CSN oder was? Ja. Hier. Okay, jetzt scheint es ja interessanter zu werden. Du hast ja schon irgendwas gerade rausgebracht. Was genau meinst du damit? Ja, CSL-Ligen meinst du bei Xbox? Ja, ja. Also ich habe einen Clan gehabt und habe halt mit dem gezockt. Okay, das geht genau in die Richtung. Und du weißt nicht, was E-Sport ist, obwohl du in einem Clan warst? Nicht wirklich. Wir wollen als recht junge Menschen rausfinden, was Leute über elektronischen Sport bzw. E-Sport wissen. Ob sie sich irgendwas darunter vorstellen könnten. Wenn nicht, was denken sie denn, was es sein könnte? Diese neuen Computergeräte. Die Wii, wo die Leute dann, früher hat man ja, wie gesagt, wurde immer dicker, wenn man vorm PC gesessen hat und dann haben die Leute gesagt, nein, die Leute müssen jetzt schlanker werden und jetzt machen wir so Geräte, wo die Leute ein bisschen hopsen können, ein bisschen Tennis spielen können, ein bisschen boxen können, wenn sie möchten und die Leute werden hoffentlich dünner. Es geht auf jeden Fall schon in die richtige Richtung. Schon mal interessant, dass Sie überhaupt wissen, was es so ungefähr ist, dass es auch mit Konsolen, Computern zu tun hat. Haben Sie selber schon oder noch eine Konsole oder einen Computer zu Hause? Sie sehen das ja, wie gesagt, ich bin noch von der alten Schule. Ich sitze noch bis in die späten Nacht und spiele dann World of Warcraft. Ich warte jetzt sehnsüchtig auf das neue Add-on. Mal gucken, was der Lich King macht, ob der jetzt in Rente geschickt wird oder im Rollator sitzt. Wir gucken mal. Was ist E-Sport bzw. elektronischer Sport? Das war meine Frage heute an einige Leute hier bei uns in Krefeld in der Stadt. Einige Passanten haben wir gefragt, jung und alt. Ich muss sagen, ich bin extrem erstaunt, wie wenige Leute überhaupt wissen, was elektronischer Sport ist, nämlich unser E-Sport. Und selbst der eine oder andere Jugendliche, der sogar in der ESL unterwegs ist, wusste nicht, was E-Sport ist, war sogar in einem Clan. Ihr könnt gerne in die Comments schreiben, bei YouTube natürlich in meinem Kanal TakeTV Takesen und euch darüber ein bisschen auslassen, ein bisschen darüber diskutieren, was ihr davon haltet. Ist das überhaupt das richtige Wort? Ich muss sagen, ich habe heute angefangen, darüber zu zweifeln, denn viele Leute denken, es ist irgendwie auf dem Laufband laufen. Nein, tatsächlich ist es das nicht. Und ja, fällt euch was Besseres ein? Ich muss sagen, mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts ein, um zu erklären, Computerspiele auf einem hohen Level, und das ist E-Sport. Ihr dürft selber darüber natürlich urteilen und euch natürlich auch gerne auslassen bei uns im YouTube-Channel. Deswegen bleibt dran und schaut die nächsten Videos wieder an. Also bis dahin.